Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Sieht das nicht episch aus, wie ich hier mit Clea im Eingang zu Brüllvolks Langrast stehe? Ja, ich habe mich nämlich jetzt hier schon wieder hinbegeben und hier wollen wir weitermachen mit der Aufgabe. Aber erstmal will ich noch fix, ich hoffe, wir haben noch ein Kommando für die Gesellschaft. Ja, einmal Kampfroutine-Bonus ist noch da. Das ist einfach, damit ich 5% mehr Erfahrung bekomme, wenn ich irgendwas umklatsche. Und hey, unsere Gesellschaft ist schon fast auf Level 7. Nice. So, Brüllvolks, da wollen wir doch mal mit ihr reden. Ich meine, das wäre eine Sie gewesen. Psch-ko, Freudendank, Großwachsende. Fallen Großstein von Brüllvolks Herz. Fährliche Schuppentier kommen und psch, nehmen Hause von Brüllvolks. Aber Großwachsende mit Schnellschritt, starke Kampf. Brüllvolks tragen Bild von mutige Großwachsende jetzt in Herzen für immer Zeit. Brüllvolks kann wieder frohe Zeit in Hause bekommen. Sollst du jetzt haben, köstliche Essenssache, ohne Wartenzeit. Kochen weiß es große Heimnis von Goblins. Streng heim. Portion Goblinkäse hat köstlichen Schmack und bringen auch Freudenzeit für Nase. Bringst du jetzt zu Weisheit mit Flottenschritt. Ach, das ist so lustig, die zu lesen. So, ja, dann wollen wir das doch mal mit, wollen wir das doch mal Flottenschritt darüber bringen. Und das Flotteste ist, wenn wir uns teleportieren. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt noch kommt, bevor wir uns dann Titan stellen müssen, dem nächsten Prima-E-Kampf. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, das ist so ultra lange her. Ah, ein weißer Chocobo. Chocobos sind süß, Chocobos gehen immer. Es gibt jede Menge coole Mounts, aber momentan von denen, die ich jetzt, also die ich selber schon geritten bin, sind das Einhorn, der Chocobo und der Greif sind da meine Favoriten. So, Weißkalt. Willkommen zurück. Wie ist es dir in Brüllvolks Langrast ergangen? Hast du ihr helfen können? Jawohl, wir haben Goblinkäse. Oh, der stinkt ja gewaltig. Es gibt keinen Zweifel. So stinkt nur ein Käse. Goblinkäse. Eine der drei Köstlichkeiten Eorzeas. Wenn man sich einmal an den Geruch gewöhnt hat, wird man bald seine Herzhaftigkeit lieben lernen. Aus was für einer Milch man den macht? Hm, das verrate ich dir besser nicht, sonst vergeht dir der Appetit vollends. Bin ich ja froh, dass ich den aus der Tasche raus habe, sonst nehmen mir alle Reis aus. Der richtige Tropfen. Weißkaet hat noch einen Auftrag für dich, der das Festmahl betrifft. Du hast es wirklich geschafft und alle drei der Köstlichkeiten Eorzeas zusammengesucht. Das Adamant-Taimai-Ei, das Stück Velvet-Wurmfleisch und die Portion Goblin-Käse. Das wird ein Festmahl. Natürlich kann man dazu keinen gewöhnlichen Apfelsaft servieren. Ein besonders edler Tropfen muss her. Sprich doch mal mit dem Koch Dristweiz. Er wird die drei Köstlichkeiten zubereiten und weiß am besten, was für ein Wein zu seinem Gericht passt. Mach nicht so ein Gesicht. Der Ehrengast ist eben eine wahnsinnig bedeutende Persönlichkeit. Wenn du den richtigen Wein besorgt hast, verrate ich dir auch, wie du zu Titan kommst. Alles klaro. Dann wollen wir doch mal schauen. Titan, Titan, Titan. So, aber erstmal hier noch hin. Ah, Weisheit hat dich schon angekündigt. Du bist also die fleißige Abenteurerin, die die großartigen Zutaten besorgt hat. Vielen Dank. Jetzt fehlt uns noch der richtige Wein dazu. Und welcher Ort wäre besser geeignet, einen Tropfen guten Wein zu finden, als Weinhafen? Sprich dort mit Shamani Lomani und gib ihm diesen Aperitivbestellzettel. Die haben alle Namen. Shami Lomani hat auch im Heer der Helden gedient. Okay, er ist genau der richtige Mann, um uns den richtigen Wein zu empfehlen. Wie viele doch im Heer der Helden waren. Ja, und Weinhafen, das ist hier oben. Zack. Die Freibriefe habe ich da auch noch nicht freigeschaltet, aber die brauche ich halt auch nicht mehr, weil ich die schon in Mordona mache. Also ich mache da schon die Level 45er. Freibriefe, die bringen mir einfach deutlich, deutlich mehr Erfahrungspunkte. So. Zack. So. Herr der Helden, ein kleiner Lalafiel. Das ist so putzig. Die richtigen Temperaturen, ausreichend Sonneneinstrahlung. Dieses Jahr wird ein guter Jahrgang. Oh, guten Morgen, Frau Abenteurerin. Womit kann ich dienen?
So, übergeben wir ihm mal den Brief. Beziehungsweise den Zettel, genau, einen Bestellzettel. Ich habe mein Augenlicht in einer Schlacht verloren und kann ihn nicht lesen. Aber lass mich raten, du möchtest... Ja, deine Gedanken sind wie ein offenes Buch für mich. Wein, ja. Du möchtest leckeren Wein kaufen. Ich habe vielleicht mein Augenlicht verloren, aber nicht meinen Humor, wie du merkst. Aber wollen wir doch mal sehen, was der Zettel mir verraten kann. Er riecht nach Seeluft, hoher Salzgehalt, Sonnenküste vielleicht. Und dann, puh, was für ein Käse. Das ist doch eine der drei Köstlichkeiten Eorseas. Will etwa jemand ein Gericht aus allen drei Köstlichkeiten zubereiten? Dafür hätte ich genau den richtigen Tropfen. Ich kann zwar nicht sehen, aber die anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Mein Geruchssinn verrät mir sogar Dinge, die anderen verborgen bleiben. Okay, vergifteter Trunk. Oh je, blendender, verstummender. Okay. Nehmen wir mal den. Ich nutze die meisten sowieso nicht tatsächlich. Nicht weinen, oh Mann. Shamani Lomani möchte dir einen Wein für das Festessen empfehlen. Ich habe das Heer der Helden verlassen, nachdem ich im Kampf mein Augenlicht verlor. Danach bin ich hier in Weinhafen gelandet und habe ein neues Leben als Weinhändler begonnen. Und jetzt hat sich mein alter Kamerad Dürstweiz an mich erinnert und bestellt Wein für ein Festessen. Da darf ich ihn nicht enttäuschen. Ich werde dafür sorgen, dass er den besten Wein bekommt. Momentan habe ich selbst nur eine bescheidene Auswahl auf Lager, aber mach dir keine Sorgen, denn ich weiß schon, wer mit dem richtigen Wein dienen kann. Okay. Böglind ist ein Winzer, mit dem ich gelegentlich zusammenarbeite. Er stellt ausschließlich Weine von höchster Qualität her. Könige und Admirale gehören zu seinen Stammkunden. Sprich mit ihm und ich bin mir sicher, dass er dir einen vorzüglichen Wein anbieten wird. Vergiss nicht zu erwähnen, dass ich dich geschickt habe. Ach, das ist direkt da oben. Ach ja, das ist ja praktisch. Hier direkt im Wirtshaus, Gasthaus, Weinkeller. Hier ist er. Bah, was ist das für ein billiger Fusel? Der schmeckt, als hätte ihn schon mal jemand getrunken. Richtet dem Lagermeister einen schönen Gruß von mir aus und entlasst ihn, aber augenblicklich. Ja, wer bist du denn? Eine Bekannte von Shamani Lomani? Diese Möchtegern-Weinkenner? Wein soll ich dir verkaufen? Das soll wohl ein Witz sein. Du weißt ja noch nicht mal, wie herum man eine Flasche Wein hält. Tja, kennst du denn den Unterschied zwischen einem tanalanischen Dürretropfen und einem Lanoskia Sonnengold? Belästige mich nicht länger. Auf Wiedersehen. Na, das hat ja bestens funktioniert. Ach Mensch, der stellt sich einfach so der Rettung Eorseas in den Weg. Mensch, Mensch, Mensch. Abgewiesen hat er dich? Er ist einer der ganz Großen im Weinhafener Weinhandel, vielleicht sogar die Nummer 1. Er nimmt seinen Beruf sehr ernst, manchmal etwas zu ernst, aber ich glaube, dass du ihm ihn nur zum falschen Zeitpunkt erwischt. Nicht Weinabenteurerin. Wir werden schon den richtigen Wein für das Festessen finden. Okay. Nö. Blitzresistenz, ach ja, das sind nur Resistenzen. Huch, ich wollte nicht Racker anklicken. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Shamani Lomani ist immer noch darauf bedacht, dir einen angemessenen Wein zu besorgen. Auf diesem Weingut ernten wir Trauben der Rebsorte Tieflandtraube. Es ist keine schlechte Traube und sie schmeckt leicht und fruchtig. Aber ich muss zugeben, dass ich mit dieser Rebsorte nicht an die Topweine herankomme. An der glücklichen Fügung der Götter oder, wenn du mich fragst, einem gewitzten Winzer ist es zu verdanken, dass sich aus der Tieflandtraube eine besonders schmackhafte Variante entwickelt hat. Die Bacchustraube. Diese anspruchsvolle Traube gedieh nur auf dem fruchtbaren Boden um Weinhafen. Die Winzer stellten daraus den vortrefflichsten Wein her, den man bis dahin geschmeckt hatte. Das ist der Tropfen, der zu den drei Köstlichkeiten passen würde. Der unübertroffene Bacchuswein. Nur einmal war es mir vergönnt, seine Herrlichkeit zu kosten, als ich aus dem Heer der Helden austrat. Ich fühlte mich wie im Himmel an einem Tisch mit den 12 Göttern. Meine Geschmacksknospen explodierten in einem Feuerwerk der Sinnlichkeit. Unbeschreiblich. Aber durch die große Katastrophe vor 5 Jahren wurden alle Reben des Bacchusweins ausgelöscht. Der Bacchuswein existiert nicht mehr. Es ist ein Jammer. Kein anderer Wein wird dem exquisiten Geschmack der drei Köstlichkeiten Eorseas gerecht. Es ist wahrscheinlich hoffnungslos. Aber willst du dich nicht einmal unter den Winzern umhören?
Vielleicht hat irgendjemand noch einen geheimen Vorrat. Und den würde er dann ausgerechnet mir geben. Na, du bist ja ganz schön zuversichtlich, mein Lieber. So. Ja, nee, bin ich direkt erstmal falsch gelaufen. Macht nichts. Huch. Wir müssen nach oben. Okay, okay. Dann trag mich da doch mal hin, meine kleine Clea. Ja, ne, ich sollte hier vielleicht auch wirklich in den Weinbergen nachschauen. Und, ja. Hier ist Jungbar. Bacchuswein, legendärer Bacchuswein. Da wirst du eher einen Oger im Armdrücken schlagen, als eine wache Flasche diesen edlen Tropfens aufzutreiben. Der Wein ist ein Ding der Vergangenheit. Na, okay. Das war also schon mal nicht von Erfolg gekrönt. Dann wollen wir doch hier mal gucken, weil Durim Falurim, diese Namen. Bacchuswein, dessen Rebe ausgestorben ist, den würde ich gerne selber noch einmal kosten, auch wenn es der letzte Schluck Wein wäre, den ich in meinem Leben zu trinken bekäme. Nanu, der scheint ja extrem gut zu sein, aber es scheint niemand mehr irgendwie einen Vorrat davon zu haben. Ah, Mist. Das ist nicht gut. Wie ich erwartet hatte, der Bacchuswein existiert nicht mehr. Ich werde mir die Idee aus dem Kopf schlagen müssen. Es ist wirklich ein Jammer. Du musst wissen, es war der Bacchuswein, der mich dazu veranlasste, nach Weinhafen zu kommen und eine Karriere als Winzer zu beginnen. Nachdem ich mein Augenlicht im Kampf gegen Titan verlor, war ich am Boden zerstört, nie wieder sehen zu können, nie wieder die Schönheit der Welt zu erblicken. Den Gedanken konnte ich nicht ertragen. Aber der Bacchuswein hat mir gezeigt, dass sich die Schönheit der Welt auch in den anderen Sinnen offenbart. Der Bacchuswein hat das Leben für mich wieder lebenswert gemacht. Ihm verdanke ich alles. Uiuiui. Der schwört ja wirklich darauf. Wein für Lebensretter. Am Weinhafen scheint Shamani Lomani tief in Gedanken versunken zu sein. Ach ja, der Verlust dieses köstlichen Weins ist kaum zu verkraften. Ich hoffe nur, dass ich einen halbwegs vernünftigen Ersatz finden kann. Das bin ich meinem Hauptmann schuldig, sonst kann ich mich bei seinem Bankett nicht blicken lassen. Das wird allerdings nicht einfach. Ich muss erst einmal in Ruhe darüber nachdenken. Könntest du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun? Vor etwa 2 Jahren war ich mit meiner Hoffnung am Ende und ließ mich wie ein Wrack durch Wildbrand treiben. Durch meine Unachtsamkeit geriet ich schon bald in Lebensgefahr, aus der mich im letzten Moment ein junger Mann namens Drest rettete. Ich habe ihm zweifellos mein Leben zu verdanken. Dafür konnte ich mich nie richtig erkenntlich zeigen, doch das möchte ich nun nachholen. Als Zeichen dafür, dass ich dank ihm ein neues Leben beginnen konnte, möchte ich ihm eine Flasche meines Weines zukommen lassen. Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber er arbeitet ab und zu am Fährenleger Regenfänger. Könntest du dort Ritzgild nach Drests Aufenthaltsort fragen? Falls du Drest findest, bring ihm bitte die Flasche Lomani-Wein. Vielen Dank. Oh, vielleicht wohnt er ja an dem Ort, von dem ich jetzt erzählt hatte, vor, ich glaube, 2 Folgen. Wo ich erzählt hatte, dass es hier einen Ort gibt, den ich so wunderschön finde. Der ist im oberen Lanoskia irgendwo, glaube ich. Oder im äußeren? Boah, ich weiß nicht mehr wo. Aber auf jeden Fall in Lanoskia. So. Wie, ich komme hier nicht drüber. Ich muss da oben über die Brücke gehen. Boah. Es hat sich mittlerweile schon deutlich gebessert. Früher hatte man viel, viel, viel mehr dieser unsichtbaren Wände. Aber leider ist es immer noch nicht so ganz weg. So. Drest? Ei, du meinst den Einsiedler. Er hilft uns manchmal beim Be- und Entladen der Boote. Ansonsten habe ich nicht viel mit ihm zu tun und das ist doch gut so, wenn ich ehrlich bin. Er ist irgendwie seltsam und unheimlich. Ich will gar nicht wissen, woher er diese Verletzung im Gesicht hat. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Blödsinn angestellt. Nun ja, wenn du ihn unbedingt sehen willst, dann findest du ihn ein gutes Stück südwestlich. Von hier in einer abbruchreifen Hütte, die durchtrennte Bande genannt wird.
Das könnte das tatsächlich sein, was ich meinte. Na komm, ich würde sagen, da reiten wir noch hin. Ja, das könnte das wirklich sein. Gucken wir einfach mal. Ich meine nämlich auch, dass das eigentlich hier gewesen ist, dieser Ort. Ja, der hat mir, wie gesagt, so unglaublich gut gefallen, als ich dort war. Ich habe auch direkt einen Screenshot gemacht. Ach, das wäre schön, wenn das jetzt der Ort ist. Dann kann ich da ja direkt das Bild fürs Thumbnail machen. Das wäre natürlich sehr, sehr fein. So. Und jetzt müssen wir hier abbiegen. Dann ist das nämlich, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann ist das das Haus an einer Klippe mit so einem tollen Wasserfall und richtig schön. Nee, das ist es aber leider nicht. Das heißt aber auch Haus des Einsiedlers. Aber das hier ist bei weitem nicht so schön wie das, was ich meinte. Muss ich euch mal irgendwann zeigen. Da ist er. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Geben wir ihm mal den Wein von Lomani. Wein? Ich habe keinen Wein bestellt. Oh, ein Geschenk? Na gut, wenn du darauf bestehst. Oh ja, wir bestehen darauf. Geister der Vergangenheit. In der durchtrennten Bande sieht Dres ziemlich gequält aus. Oh, ich ertrag's einfach nicht mehr. Dieser Lärm, diese Stimmen, diese Scharren. Einfach unerträglich. Der schrille Lärm martert mir das Hirn. Ich kann nicht mehr. Es ist doch schon 3 Jahre her. Der Lärm und die Gewalt müssen ein Ende haben. Verdammt, du musst mir helfen. Du musst die widerlichen Dungmückenschwärme aufhalten. Bring sie zum Schweigen. Ich ertrage den Lärm nicht mehr. Okay. Das heißt, wir müssen die Mückenschwärme hier platt machen, die ihm anscheinend ziemlich das Leben schwer machen. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das nehmen wir dann erst in der nächsten Folge in Angriff. Dann schauen wir mal, wie wir ihm helfen können und wie es hier weitergeht mit der Planung des Banketts und dem Wein für die 3 Köstlichkeiten. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!